Abertausende Teleskope blicken in entfernte Galaxien. Doch es gibt eine Forschungseinrichtung, die den Blick um 180 Grad in die andere Richtung auf unseren blauen Planeten richtet. Das DFD. Bei dem Begriff Satellit denken die meisten von Ihnen wahrscheinlich sofort an digitales Fernsehen, an ihr Navigationsgerät oder vielleicht sogar an Spionage. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Anne Schebu und wie Sie sicherlich wissen, gibt es natürlich viel mehr Anwendungsmöglichkeiten für Satelliten. So brauchen wir zum Beispiel Satelliten, um wichtige Entscheidungen treffen zu können, um unsere Erde erhalten zu können. Wir müssen ganz genau Bescheid wissen über Veränderungen in der Atmosphäre und der Erdoberfläche. Antennenanlagen empfangen die Daten der Satellitenmissionen. Sie stehen in Neustrelitz, Oberpfaffenhofen und der Antarktis. Des Weiteren gibt es auch mobile Empfangsstationen, die international zum Einsatz kommen. Die Prozessierungs- und Archivierungszentren des DFD verarbeiten die empfangenen Daten zu benutzerfreundlichen Computeranwendungen. Damit die Daten eben auf lange Zeit erhalten bleiben, weil wir können eine Aufnahme, die vor 10 Jahren gemacht wurde, nicht heute wieder reproduzieren, weil sich das Wetter zum Beispiel, jetzt vor allem in Zeiten des Klimawandels, natürlich geändert hat und man natürlich auch den Vergleich ziehen möchte zu den Daten vor 10 Jahren, wollen wir die Daten hier eben auf lange Zeit, möglichst auf ewig speichern. Zunehmend werden auch direkt Geoinformationen wie Luftqualität, UV-Belastung, Entwicklung der Vegetation sowie Entwicklung und Existenz von Waldbränden angeboten. Für zeitkritische Anwendungen werden die Daten schon an den Empfangsstationen zu solchen Produkten aufbereitet und stehen so unmittelbar der gesamten Bevölkerung zur Verfügung. Die Erdbeobachtungsdaten werden in der Nationalen Fernerkundungsbibliothek langfristig gesichert. Dort können sie über das Internet gesucht und bestellt werden. Archivroboter haben Zugriff auf das gesamte Datenarchiv und bearbeiten die Bestellung vollautomatisch. Wir erinnern uns mit den Sätzen an den 26. Dezember 2004, als eine verheerende Welle über Indonesien hereinbrach. Der Tsunami forderte 230.000 Todesopfer. Ein ausgelöster Tsunami lässt nur wenig Zeit, die Bevölkerung zu informieren und zu evakuieren. Doch wie lassen sich solche Naturkatastrophen möglichst genau vorhersagen? Hinter mir sieht man die Test- und Integrationsumgebung für unsere Kollegen, die hier ein System entwickelt haben, was derzeit auch schon in Indonesien in Betrieb ist. Das heißt, Deutschland hat sich nach dem verheerenden Tsunami 2004 sehr früh entschieden, im Rahmen der humanitären Hilfe ein Frühwarnsystem aufzubauen. Gigantische Informationsmengen, enorme Verantwortung, Zeitdruck und Stress – all das kann zu Falschinterpretationen der Daten führen. Das Entscheidungsunterstützungssystem, auch Decision Support System, DSS genannt, hilft dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. In Indonesien wurde bereits ein solches Frühwarnsystem installiert. Es ist ein deutsch-indonesisches Gemeinschaftsprojekt und hört auf den Namen GITUS. Wenn in der Tiefsee rund um Indonesien der Boden bebt, liefern zunächst eine Reihe von seismischen Stationen genaue Werte über Lage und Stärke der Erschütterung. Sekunden später messen GPS-Instrumente an Land, wie weit sich der Grund verschoben hat. Kurz darauf spüren Drucksensoren am Meeresgrund und Bojen die Schockwelle im Ozean und melden diese Werte über einen Satelliten ins Lagezentrum in Jakarta. Das DSS nutzt all diese eingehenden Sensormessungen und erstellt mit Hilfe im Voraus berechneter Tsunami-Szenarien ein Lagebild. Diese Informationen werden dem Leiter des Warnzentrums zusammen mit Handlungsempfehlungen dargestellt. So kann er eine schnelle und möglichst korrekte Entscheidung treffen. Das DSS erzeugt daraufhin vordefinierte Warnmeldungen für die betroffenen Regionen.
Die Alarmierung wird dann gleichzeitig über verschiedene Informationskanäle wie zum Beispiel Radio, Fax und SMS an zuständige Behörden und Hilfsorganisationen gesendet. Die betroffene Bevölkerung wird informiert und rasche Evakuierungsmaßnahmen werden eingeleitet. Ein Tsunami ist in Mitteleuropa in jüngster Zeit nicht vorgekommen. Jedoch existiert die Gefahr auch hier. Deswegen ist für den Mittelmeerraum ein Frühwarnsystem geplant. Die europäische Bevölkerung hat eher mit Zivilisationskrankheiten wie Asthma oder Allergien zu kämpfen. Durch Langzeitbeobachtungen des DFDs können schleichende Entwicklungen festgestellt werden. Außerdem liefert das DFD tagesaktuelle Daten zur Luftqualität. Mit der Erdbeobachtung können der Klimawandel und die Änderungen in der Atmosphäre fortwährend beobachtet und die Wirksamkeit internationaler Umweltschutzkonventionen überprüft werden. Das DFD gewinnt hierfür aus Satellitendaten beispielsweise die Verteilung von Ozon, Treibhausgasen, Aerosolen, Wolken sowie die Ausbreitung von Schadstoffen. Mathematische Verfahren verknüpfen die Messdaten mit Modellen der Atmosphäre und der Biosphäre. Dadurch können Informationen ermittelt werden, die durch die Satelliten selbst nicht messbar sind. Es werden Prognosen möglich, die den Bürger unter anderem vor Feinstaub, Ozon oder UV-Strahlung warnen. Datenempfangs- und Verarbeitungstechnik, Tsunami-Frühwarnsysteme oder aber auch Messungen der Umweltbelastung. Unser alltägliches Leben wird durch Informationen des DFDs verbessert. Und diese Informationen retten im Extremfall sogar Leben.